Nominiert für den Max-und-Moritz-Preis 2024. CQ, eine Reise in die Einsamkeit von Kristen Radke. Übersetzung Boris Kenow. Helvetik. CQ, so lautet das Funksignal, mit dem Amateurfunker per Morsecode Kontakt suchen. Im englischen Sprachraum wird aus CQ CQ oder Seek You, ich suche dich. Der Vater der amerikanischen Autorin und Zeichnerin Kristen Radke war Amateurfunker, ihm ist das Buch gewidmet. In ihrer Graphic Novel versucht die Tochter, ihre eigene Einsamkeit zu verstehen. Sie staunt über den Glamour, mit dem die Gesellschaft die Einsamkeit des Cowboys als Freiheit feiert. Sie erklärt, wie die Sozialpsychologen Roy Baumeister und Gene Twenge beweisen, dass soziale Ausgrenzung Menschen aggressiver machen kann. Und sie schlägt den Bogen bis zum Phänomen Donald Trump. Was moderne Menschen so leicht in die totalitäre Bewegung jagt, schreibt Hannah Arendt bereits 1951, und sie so gut vorbereitet für die totalitäre Herrschaft, ist die allenthalben zunehmende Verlassenheit. Zwischen ihren Exkursen in die Wissenschaft lässt Kristen Radke immer wieder ihr persönliches Trauma durchscheinen und lädt auf diese Weise dazu ein, über eigene Erfahrungen nachzudenken.